Na dann los. Ah, machen wir Attacke? Machen wir Attacke. Oh, 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 Moment. Hier liegt noch was. Hier liegt auch noch was. Ich war das nicht. Immer noch hier? Hups, ich bin falsch abgebogen. Was war das denn? Was war das denn? An schlimme Mäusen. Oi! Oi! Gekonnt dran vorbeigeslidet. Entspann mal deine Hupe. Perfekt eingeräumt. Sammelobjekte, wer liebt sie nicht? Mager, was fährst du hier für eine Scheiße zusammen? Hast du denn deinen Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Das ist eine Lüge. Die Schlüssel fährt was runter. Da passe ich durch. Dachte ich. Also da würde ich jetzt bei dem Unfall würde ich die Polizei rufen. Alle Mann, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. Da hättest du durchgepasst. Das ist richtig. Hätte. Mafia 2 ist doch nur ein bisschen Grafik aufgepeppt. Da ist doch eine Schneu dran. Also, keine Ahnung, ob ich das nochmal machen muss. Vor die Hunde. Was ist mit der Tür passiert? Weiß der Himmel. Okay, un attimo. Entschuldigung, junge Damen, ich bin aus Versehen auf die Hupe gekommen. Ich wollte nur parken. Setz dich ruhig wieder hin. Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Pauli? What the fuck? Pauli? Na ja gut, ich sag mal so, mehr Geld für uns. Pauli? Oh Gott. Ist mehr Geld für uns, Chat? Gar kein Geld? Pauli? Sam, ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot.
Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Polly kommen? Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Wir werden so reingebaitet, Chad. Danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Wir werden so reingebaitet. Polly? Ich muss los. Tut mir leid. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Na, der Mann taub. Ich hoffe eher, dass Saleri nicht da ist. Hey, sag mal moin. Coco Boys, ich grüße dich auch. Schleicher, ich grüße dich. Stehen bleiben, Tommy. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Was ist hier los? Du und Polly, ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Polly gesucht. Hier dein Anteil. Hä? Mehr als du verdienst. Sam. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein, Polly hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Wollte ich das sagen? Nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität.
Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Leb wohl. Lass ihn nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Warum müssen wir jetzt wieder alle erschießen? Mann! Kommt sofort hierher! Ist das Kunst oder kann das weg? Beseitigt wird als Mitglied aufgenommen. Was tust du, Sam? Geschäft ist Geschäft, Tom. Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Von deinen Freunden muss heute keiner mehr sterben, Tom. Nur unser Spaß an der Bar wird mir fehlen. Mir nicht. Selbstgerechte Idiot. Wer sich mit dem Boss anlegt, legt sich mit uns allen an. Geh in Deckung. Worauf schießt ihr denn? Ja, ist kein Wunder, warum ihr nicht aufsteigt. Das ist halt überhaupt gar kein Wunder, warum ihr nicht aufsteigt. Was hast du denn da geschossen? Tja. Mein Gott! Pushen. Aggressive Gameplay. Aggressive Gameplay. Nein! Oh, ist doch nicht so aggressive. Scheiße. Oh, Mann! Das war nicht gut. Das war zu aggressiv. Mit der Schrotflinte muss man halt immer so reinpushen. Wieso blöd, Mann? Entschuldigung, ich muss zum Medizinkasten. Oh, schön bei den Einzug. Wie du hast überlebt. What the fuck? Ich wollte schon sagen. Dead Aim. Tja, bei Counter-Strike war ich Supernova Diamond Dogs. Oder so. Valerio.
Vergangen. Bist du Let's Player oder warum kommentierst du jeden Scheiß? Spielst du mit Controller? Nee. Doch nicht zwischen dieser ganzen Kunst hier. Sprengbreak. War denn jetzt der Auto-Reload an der Stelle? Wo war denn da der Auto-Reload? Man kann doch nicht mit einer leeren Tommy um die Ecke sprinten. Au! Man kann doch nicht mit der leeren Tommy um die Ecke sprinten. Oh, Mann. Komm sofort hierher! Ayuka! Gehen dir die Leute aus? Salieri hat uns abgezogen! Bamboozle. So, jetzt machen wir das wie ein Counter-Strike-Profi hier. Ah! Glückstreffer, Tom. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs. Jetzt kommen noch zwei neue, oder? Shroud, bist du's? Und es geht schon wieder los.
deine Arsch. Lauf, lauf! Oh, come on! Sam! Sam! Jetzt Sam, was soll das denn jetzt? Du musst doch mal tot umfallen! Mann! Please! Also, dieser Bossfight, der ist richtig intens. Du hast dieses Leben satt, Tom. Ich weiß es. Ich habe es seit Jahren mit angesehen. Jetzt gibt es nur einen Ausweg. Und ich bin derjenige, der ihn dir gibt. Egal, wohin du fliegst. Kleiner Hoden, du. Nicht mit Barbie. Ich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don. Er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Oh Mann. Sam. Ich glaube, Sam ist tot. Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Das verstehen Sie doch, oder? Sie müssen da oben sitzen, vor Salieri, Ralphie, Vinny, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und 4 Jungen. Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die
Angst, dass jemand von ihnen vor ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen, für sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist auch schon alles. Dann muss das genug sein. Vor langer Zeit, in einem anderen Leben, erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Und Don. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischt. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Tommy! Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld, Arbeit, sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie, Familie ist für immer.